Ja, Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mal wieder mit der Crew unterwegs. Leute, Knechti und Julie mit uns am Start. Ich habe kein Randomizer-Setup heute mit Adrenalin, Verzerren. Wir schaffen das. Und Plot-Twist. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Leute, Mac mit Twitch-Shirt. Und ich rede gerade mit Julie über die vegane Chorizo, die ich in Holland gegessen habe. Nur mal so, damit ihr wisst, um was es überhaupt am Anfang geht. Leute, viel Spaß mit der Runde. Die gibt's da in vegan. Und die In ist einem richtig Laden oder geil. überall oder was? Überall. Also ich war einfach nur in so einem normalen Einkaufsladen halt, aber das ist so eine holländische Marke, glaube ich. Lethal Pursuer. Ja, Lethal. Okay, Holland merke ich mir, mach ich. Richtig, richtig gut. Die war richtig lecker. Okay, die gönne ich mir dann. Hätte ich so ruhig, ich werde bestimmt gestalkt hier. Okay, Jungs, seid ihr abergläubisch? Nee. Heute ist Freitag der 13. Ich dachte, deswegen machen wir auf Freitagslobby, damit das Grauen hier richtig. Wollte eigentlich sagen, da passieren immer schlimme Dinge, aber. Ja, Freitagslobby Revival. Wirst du nachher bei Among Us merken? Was spielst du überhaupt mit? Heute nee. Oh, schade. Ja, du freust dich doch. Leute, wieso sind wir alle an Jens? Weil Der ich Oni selber Juli, abgenommen jeder habe. für sich! Das war's, Freunde. Juli, bitte nicht. Oh, da wird Mir ist ab. abgeschmiert. Ah oh, ne, er dreht ab. Er will das Twitch-Shirt. Es hat seine Wirkung entfaltet. Er geht rüber auf die andere Seite. Hä? Warum? Er ist ganz hinterher. Ich glaube, er will erstmal bloß verletzen. Der will sein Blut sammeln. Fühle verletzen. Helfen Er zu geht wieder Hilfe. weg. Nee, er kommt wieder zu mir. Weil Knecht, die kann durchziehen. Das läuft doch schon mal viel besser als die Runden Das davor. Twitch-Shirt hat einfach geregelt. Hat uns aber einen Gen lang nicht gefunden, ne? Er geht weg von mir jetzt wieder. Danke. Seid ihr Er noch kommt auf drüben? unsere, Ja, ne? ja. Er kommt auf unsere Seite. Oh. Was für eine Lobby ist später, Knechti? Ja, Lobby Schmobby? Genrush, ich habe schon den zweiten Gen jetzt gemacht. Im 10. Was willst du tun? Wird da jemand gejagt? Knechti, oder? Nee, gerade nicht mehr. Ich glaube, jetzt kommen wir hier Er ist sauer, unten in Julie, die er ist Mine. sauer. Los, Julie! Was hast du ihm getan? Sei ehrlich. Hab deine Kekse geklaut. Oh. Oh, wow. Kein Nowhere to hide. Ja, du bist am Anfang Lethal. Ich habe eben auch noch mal einen Stack verloren, aber ich weiß nicht genau wann. Ist bei mir. Doch, als Julie getragen Ich nehme ihn wurde. rüber auf die andere Seite mit. Wenn er jemanden trägt, dann sieht er euch. Okay. Ich bin hängen geblieben. Das ist von Wesker. Ich bin down. Wesker hängen Auch geblieben. in-game. Okay, ich habe einen Gen angefangen am Wasserturm. Das ist aber bloß ein Zwei-Mann-Gen. Und drüben auf der Seite, wo ich gerade down gegangen bin, ist auch noch einer beim Berg. Julie rennt ihm entgegen, um ihn abzulenken, und ich rette dich dann Achtung, gleich, Knechti, Ulti kein an. Problem. Gar kein Problem, er findet mich doch nicht. Er findet mich! Herr Wie! So, Wo hab's musst ja du, wo ich gecallt, jetzt werde ich bin? Knechti retten. Ja, du hast gecallt, Oh, wenn warte, er ich hole getragen Julie noch wird. vorher runter, schade. Wenn einer getragen wird, aber er hinkt doch schon längst. Ja, aber Es du bist da gibt ja einen. hingerannt. Du hast Kratzspuren, you know? Ich gehe rüber auf die andere Seite. Hätte auch, wir schaffen das sonst, Er Knechte. poppt unseren Gen. Ja, lass mal noch ein bisschen laufen. Laura, viel Spaß beim Kochen! Wird Leon Also, gejagt, Jules?
Nee, Leon rettet mich gleich. Okay. Nee, Leon wird jetzt gejagt. Okay. Dann gehe ich helfen. Ich bin am Gen. Er läuft vor mir rum. Er campt Julie ab. Hab mich gezeigt. Damit er. Ah, will dich trotzdem, Julie. Soll er mal versuchen, er weiß nicht, wo ich bin. Gehst du helfen, Julie, gleich? Ja, ich heil mich kurz. Oh, da liegt einer. Ach, Grant, ist wieder Nicolas Cage. Yo. Habt ihr den Trailer zu dem neuen Nicolas Cage-Film gesehen? Mhm. Ja. Der sieht richtig wild aus. Warum? Da ist es irgendwie so, dass alle Menschen auf der Welt von ihm träumen. Also er kommt in allen Träumen von den Menschen vor, halt. Oha, richtiger Main-Character. Ja. Bist du an dem Gen am Wasserturm, Prinz? Yes. Pling. Hallo, Dalu. Ich brauche noch 10 Minuten. Weil es drin 10 Minuten. Okay. Dalu ist unschuldig. Er kommt zu mir, Freunde. Hast du Adre? Ja. Dann noch 40 Sekunden. Bitte. Okay, noch 24 Sekunden. Geht weg. Geht auf Leon. Ist direkt hier neben uns. Ich glaube, der ist zu gierig, aber ja. Ja, er nimmt ihn. Das Leben. Oh, shit. Oh, du. Ich bin genau in dem Augenblick, wo ich losgelassen habe. Schaffst du, er kommt hinterher. Du hast den Herd. Wild, hat er. Ein eiserner Griff oder so? Irgendwie sowas, ja. Vielleicht. Na, hier, Madrid. Nee, dann hätte er, glaube ich. Dann hätte er Dollar geschlagen hinter mir her eben. Ich hol Leon. Er geht wieder Jen zurück zu euch. Jetzt geht er zurück, ich mach meinen Gen weiter. Ich hol Leon. Pass aber auf, der ist da. Hier. Er hat Angst vor meinem Gen, aber ich mach ihn fertig. Willst du deinen fertig machen, Julie? Mach du. Ich hör dann auf. Mach du deinen ruhig, Julie. Okay. Deine Ulti ist ausgelaufen. Okay, dann mach ich jetzt. Ich dachte mir, Grant ist nett, er gönnt Punkte. Oh, vielleicht doch nicht. Ich hätte Leon, heile ihn. Okay, dann gehe ich zum Ausgang hier auf der Seite drüben. Da, wo das Main Building ist, mache ich auf. Kommt, er ist hinten, ich sehe seinen Shop. Sein graues Haar. Ja, ja, knecht ihn noch hinterher. Echt nein. Ich komm nicht raus. Echt, die muss überleben. Wenn er nochmal jemanden trifft, kann er wahrscheinlich wieder eskalieren. Ist ja, das ja, Problem. der hat jetzt schon genügend. Jetzt hat er genug, ja. Echt, die macht das gut. Oh. Wow, Julie, wieso sagst du das? Entschuldigung. Du weißt genau, dass Knecht die dann nicht kann, wenn man ihm Druck macht. Man zuguckt auch, ne? Unter Druck entstehen Diamanten, Leute.
Also es knickt die Diamant. Er kommt. Krieg dich, Julie. Also ich hab Unbreakable, aber wenn er mich auch hilft, bin ich halt weg. Ulti ist jetzt aus. Ja, ist gut. Entweder hilft Grants mir oder ich hab Unbreakable. Jetzt macht er den Scheiß schon wieder, was ist mit ihm? Er ist gierig. Kein Iron Grid, das ist Mad Grid, was er hat. Oh nein, mein Unbreakable reicht nicht. Doch, reicht! Ich grad. Soll ich abhängen? Ja, kannst du machen, aber er steht da gerade, ne? Also am besten müsste Leon mit hierher kommen. Oder du heilst dich. Also wir kriegen Knechti auf jeden Fall, weil er muss erst noch, glaube ich, 2 Hits verteilen, bevor er sein Ding wieder aufgeladen hat. Ich hab keine Heilung halt. Komm, Leon. Wo ist denn der Leon Knechti? Links von uns, links von mir, an der Kiste. Bin an der hinter. So, wieso hilft er denn dann nicht? Macht er jetzt, macht er. Nice. Let's go, Team! Oh, einer wird sterben. Nee. Sage ich. Ich hab noch Dead Heart. Oh, doch, Julie wird sterben, vielleicht. Oh, let's go! Okay, let's go! Okay, let's go! Eieiei. Schön. Da sind sie am Ende echt noch alle rausgekommen, ey. Was ein wilder Ritt, Leute. Hat auf jeden Fall mega Laune gemacht. Ich hoffe, ihr freut euch, dass heute mal wieder ein bisschen was mit der Crew gekommen ist. Falls dem so ist, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen Kommentar, über ein Like und wenn ihr natürlich auch in der nächsten Folge von DBD wieder mit am Start seid. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Haut rein.